Von außen ein unscheinbarer Landgasthof, aber der erste Eindruck lügt. Innen ein Sammelsurium von Kuriositäten, darüber herrscht Reinhard Zapka, der Lügenbaron. Das ist die Silberbüchse von Winnetou, sonst nichts. Das Ohr von Vincent van Gogh. Am Strand von Holland fanden wir einen verschlossenen Briefumschlag und das Ohr von Vincent van Gogh. Der Originalton vom Untergang der Titanic gehört ebenfalls zu seinen Kostbarkeiten. Jedes Museum wäre stolz wie Bolle, hätte es nur eine dieser Reliquien aufzubieten. Zapka aber produziert am laufenden Band. Theodor Fontanes Wanderschuh etwa, angeblich gefunden in der Mark Brandenburg. Zapka ist sich ganz sicher, dass das Leben ohne Lüge langweiliger wäre. Im Grunde genommen ist jeder ein wandelndes Lügenmuseum. Man merkt das, wenn man seine Geschichte zweimal, dreimal erzählt, wie die sich so langsam wandelt und wie man sich das Leben so zurechtstrickt. Zapka war bereits zu DDR-Zeiten aktiv, gehörte zur Künstlerszene am Prenzlauer Berg, baute nach der Wende sein Lügenmuseum in Brandenburg auf. Wegen eines Rechtsstreits brachte er es nach Radebeul, wo man sich jetzt freut. Ich finde dieses etwas mit Augenzwinkern betrachten des Lebens, auch der Gesellschaft, der Entwicklung, finde ich sehr spannend. Und das ist sowas wie ein Stück weit zurück in Kindertage. Während die einen andächtig staunen, verlassen andere kopfschüttelnd das ungewöhnliche Museum. Auch der größte Blödsinn muss doch einen Sinn haben, fordert ironisch ein Plakat. Laut, etwas durcheinander, aber an sich ganz interessant. Also ich bin reingekommen und war erstmal total verzaubert, habe dann versucht herauszufinden, wo denn hier die Lüge steckt und finde, dass hier unheimlich viel Wahrheit ist. Wahrheit oder Lüge, schön, wenn es sich so einfach unterscheiden lässt wie bei Zapkas angeblich fliegendem Teppich.